Grüße, liebe Messerfreunde. Dies ist ein Video, was als Einleitung gilt zu einem Pass-Around, was wir in der Facebook-Gruppe Messerfreunde uns erarbeitet haben. Daran werden verschiedene Leute aus der Facebook-Gruppe teilnehmen. Viele davon werdet ihr kennen, manche vielleicht noch nicht. Es werden insgesamt 10 Stationen geben und von den 10 Stationen sind 8 YouTuber dabei. Ich werde euch die auch gleich noch nennen, dass ihr dann schon mal im Vorfeld die Kanäle eventuell abonnieren könnt, falls euch das Pass-Around interessiert. Ja, und dann könnt ihr es halt verfolgen. Es wird so sein, dass jeder Teilnehmer ca. 14 Tage Zeit hat für eine Review. Also es wird auch in relativ kurzen Abständen halt die Videos dann online gestellt. Ja, kommen wir zum Messer. Das Messer wird uns zur Verfügung gestellt vom Nordischen Handwerk. Ich zeige es euch. Es liegen einige Sachen mit bei. Das möchte ich euch alles zeigen. Erstmal die feinen Sachen. Ein Poliertuch, Honning Oil und ein Original Arkansas Schleifstein. Tolle Beigaben. Und hier ist nun das Messer, um was es gehen wird. Es ist das Enzo Trapper in O1 Stahl. Ich möchte zu dem Messer jetzt überhaupt keine Worte verlieren. Das werden dann alle Teilnehmer machen. Auf jeden Fall wird es eine wunderbare Sache werden und es wird nicht das erste und letzte Pass-Around in der Gruppe sein. Es werden auch noch viele weitere folgen. Wer Interesse hat an der Gruppe, wer sich generell für Messer interessiert, ist herzlich eingeladen. Den Link dazu zu der Gruppe werde ich unten nochmal in die Beschreibung mit reinsetzen. Ganz wichtig nur, die Gruppe ist leider erst ab 18 Jahre. Das hat so seine Gründe. Ich bitte euch darum, das einfach zu akzeptieren. Ja, okay, jetzt kommen wir zu den Teilnehmern. Legen wir es mal beiseite. So, machen wir es auf die alte Art und Weise. Nummer 1 wird sein der Kanal vom Sven Cologne. Nummer 2 wird sein Inisch. Nummer 3 ist jemand aus der Facebook-Gruppe. Tom Jerry ist dort sein Name. Dazu gibt es keine YouTube-Review. Er wird eine Review machen in diversen Foren. Nummer 4 ist auf YouTube. Viper RT1. Nummer 5. Das ist Sebastian Duwe. Und auch genauso unter YouTube zu finden. Nummer 6 wird Prana 120 sein. Hier mache ich mal ein Sternchen davor. Der junge Mann macht richtig geile Reviews. Ja, leicht angelehnt an Stefan Schmalhaus. Also man kann da schon die Abwandlung erkennen. Dennoch sehr, sehr gut recherchierte Videos, sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ein Kanal, der definitiv zu empfehlen ist. Natürlich alle anderen auch. Aber er fällt etwas auf, muss man schon sagen. Also er gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Da können wir uns alle noch eine Scheibe dran abschneiden. Ja, Nummer 7. Das ist der Kanal auf YouTube. Rico, auch hier. Auch ein dufter Typ. Ebenfalls alle bei uns in der Messergruppe.
Nummer 8. Das ist der Alex Krämerer. Na, Krämer, so rum, nicht Krämerer, Krämer. So. Er macht ebenfalls Reviews dann in diversen Foren. Na? Nummer 9. Ganz dick. Hier ist. Unglaublich, aber wahr. Der einzigartige, der wunderbare Isula Beit. Da freue ich mich besonders drauf. Liegt einfach daran, dass uns eigentlich auch eine persönliche Freundschaft verbindet. Und Nummer 10, ja, das bin dann ich. So. Das braucht er nicht abonnieren, das wird nichts. Ja, die 10 Leute werden an dem Messer, an dem Puzzle Run teilnehmen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dazu. Hier nochmal das Messer. Es ist ein wirklich super geiles Teil. Auch zu dem Messer werde ich euch den Link nochmal unten mit reinstellen in die Beschreibung. Ich besitze das Messer schon und ich muss sagen, es ist ein Messer, was mich nach wie vor extrem erfreut. Also, falls ihr mal nicht wisst, was für ein super Bushcraft Knife oder Outdoor Messer ihr euch zulegen wollt, Enzo Trapper im O1 Scandi. Richtig geil. Ja, das war's, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Ich wünsche euch schöne sonnige Tage. Freut euch auf die kommenden Videos. Freut euch auf die kommenden Reviews. Wird eine super Sache werden. Bis dann, und ihr seid alle herzlich eingeladen in der Gruppe Messerfreunde. Haut rein!